Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Forza Motorsport 5. Ja, und damit so weiteren 5 Rennen in dieser Folge. Wir starten hier ab dem 6. Rennen, weil wir ja schon die ersten 5 gemacht haben von der Meisterschaftsserie. So.
So. Da haben wir dann auch das erste Rennen der ersten Folge, also der zweiten Folge von der Veranstaltung gewonnen. Wir kehren zurück zum Silverstone Circuit, der Heimat des britischen Motorsports. Some say he has to be backed up every 5 days and that he can be fixed by turning him off and then back on again. All we know is he's not the Stig, he's the Stig's digital cousin. So, also zweite Runde schon. Okay. Abgeschlossen. Gut, restliche Rennen haben wir noch 3. Wir kehren zurück nach Barcelona für ein weiteres Rennen auf dem Circuit de Catalunya.
So. Wir haben jetzt hier 3 Runden. Das müssten wir eigentlich auch schaffen, ne? Das ist ein normales Rennen diesmal.
So, ich glaube ein Rennen, ne? Hatten wir noch oder zwei? Weiß ich gar nicht. Werden wir ja noch sehen. So, dann schauen wir mal. Ach, haben wir jetzt. Also zwei fehlen uns noch, zwei Rennen. Dann haben wir die Meisterschaftsserie auch wieder abgeschlossen. Zurück zum Nürburgring. Ein herausfordernder Kurs, auf dem die wichtigsten Hersteller der Welt die Leistung ihrer Autos prüfen. Oh, eine Runde. Also haben wir wahrscheinlich die längste Strecke, ne? Die es in dem Spiel gibt. Ui, 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 okay. Ui, ist gut. Ich glaube, wir haben die längste Strecke, die es gibt hier in dem Spiel. Deswegen auch nur eine Runde. Mit kaputter Windschutzscheibe fahren ist doof. Ich spule jetzt also nochmal zurück, bevor wir dadurch, also dagegen geknallt sind. In der Hoffnung, dass das mit der Windschutzscheibe dann weggeht, ja.
So. Ich merke aber auch schon um diese Zeit, wie ich müde werde. Also das heißt, nach der Folge ist wirklich auch auf den Schluss. Dann mache ich nächsten Tag weiter. Wenn ihr die Folge seht, dann habe ich vielleicht schon weitergespielt, also deutlich weitergespielt. Denn ich produziere jetzt hier gerade für Oktober, November und Dezember vor. Und ja. Also das ist wirklich eine lange Strecke hier. Das ist wirklich eine lange Strecke. Ich kann mich auch nicht mehr konzentrieren, richtig. Also wird Zeit, dass wir gleich Feierabend machen. Also wir haben ja Gott sei Dank nach dem Rennen hier nur noch ein Rennen. Und dann haben wir die Folge ja auch geschafft. Und ey, dann haben wir wieder die nächste Meisterschaftsserie abgeschafft. Das ist schon mal ganz cool. Dann machen wir nächstes Mal die Bonusrennen und dann fangen wir schon wieder die nächste Meisterschaft an. So schnell kannst du dann halt gehen, ne? So schnell kann es gehen. So, wann ist dann die Strecke jetzt hier zu Ende? Hier ist ziemlich lang. Na, da kommt schon Ziel. So, ein Rennen haben wir noch und dann haben wir die nächste Meisterschaftsserie abgeschlossen. Juhu! In der Schweiz statt. Thank you.
So, dann haben wir jetzt noch zwei Runden. So, und Rennen abgeschlossen. Thank you.
So, dann haben wir die nächste Meisterschaftsserie abgeschlossen. Kriegen wir 12.000 Credits. Und damit haben wir dann in der nächsten Folge nochmal vier Veranstaltungen oder also vier Rennen und dann in der anderen Folge drei Rennen. Und dann haben wir auch Bonusrennen. Aber das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten, vielen Dank für den Support. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, tschüss.